Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Acid Acid Letzte Liebe von Rhyme & Simon in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Acid Acid Letzte Liebe von Rhyme & Simon, das Ganze am 10. Januar 2020 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Die Box zum Album habe ich euch bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Ja, wie gesagt, am 10. Januar 2020 erschienen. Wir haben hier das Doppelalbum Acid Acid Letzte Liebe. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Es ist ja schon eine Ewigkeit, nicht nur eine gefühlte, sondern tatsächlich eine Ewigkeit her, dass man ein Album von Rhyme & Simon hatte. Und zwar kam das letzte Album im Oktober 2005. Also das ist echt eine unfassbar lange Zeit. Und deswegen stelle ich euch das Album sowohl in der Box als auch in der Vinyl-Variante vor. Jawohl. So, wir haben hier einmal das Cover. Und auf diesem Cover ist noch eine Kleinigkeit dazugekommen. Und zwar haben wir nicht nur das reguläre Cover, das wir schon kennen. Acid Acid, dann hier mit dieser knapp bekleideten Frau unter dem Schirm mit Geldscheinen. Und dann hier links im Profil den Interpreten. Nein, wir haben hier oben den Schriftzug Rhyme & Simon und darunter noch einmal einen hinzugefügt. Und zwar ist das eine Unterschrift. Hier wurden wirklich alle Vinyls, ich hoffe, man kann sich im Licht halbwegs erkennen, mit schwarzem Stift unterschrieben. Finde ich sehr schön. Auf der Rückseite, nachdem das hier ein Doppelalbum ist, haben wir dann hier das Cover von Letzte Liebe. Das sieht so aus. Und hier oben haben wir dann noch einen Aufkleber, einen Sticker mit Barcode und Beteiligten. Gut, dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Also, wir haben hier A- und B-Seite des Albums Acid Acid, inklusive der Credits. So sieht das aus. Und auf der rechten Seite haben wir das gleiche dann natürlich auch noch für Letzte Liebe. Also C- und D-Seite und auch hier wieder darunter die Credits. 11 Tracks auf dem Album Acid Acid, 9 Tracks auf Letzte Liebe. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist so ein Gatefold mit zwei Taschen. Einmal hier. Nummer 1. Ist hier noch was drin? Nein. Und dann haben wir hier Nummer 2. Schauen wir mal, ob hier noch was drin ist. Nein, ebenfalls nicht. Okay. Gut. Dann starten wir natürlich mal mit dem ersten Album und zwar mit Acid Acid. Beide Vinyls kommen hier in einer weißen Papierhülle, aber hier drin geht's dann los. Hier wird's dann speziell. Denn wir haben hier keine klassische reguläre Vinyl, wie man sie normalerweise kennt. So einfach in schwarz eingefärbt und in der Mitte etwas vom Artwork. Sondern wir haben hier tatsächlich Picture Vinyls. Also hier über die gesamte Fläche. Einmal hier im Profil Rhyme & Simon inklusive Schriftzug. Auf der Rückseite dann nochmal mit dem Album Artwork von Acid Acid. Jawohl. So sieht das aus. So, dann packen wir die wieder zurück in die Papierhülle. Und dann haben wir noch die zweite zum Album Letzte Liebe. Doppelalbum, Doppelvinyl, das passt ja ganz gut. Und so sieht dann die zweite Vinyl aus. Also auch hier natürlich wieder eine Picture-Vinyl. Mit Rhyme & Simon im Profil plus Schriftzug und auf der Rückseite dann das Artwork zum Album. Sehr schön. So, das war's auch schon. CD oder Downloadcode liegt hier keiner bei. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die beiden Vinyls zum Doppelalbum Acid Acid und Letzte Liebe jeweils in den oder auf den Picture Vinyls mit 11 plus 9 Tracks, also insgesamt 20 Tracks.
Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Essay Does It, Letzte Liebe von Raymond Simon. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raymond Simon unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.